So, dann geht es weiter mit Teil 2. Wie man sieht, habe ich mir jetzt hier mein Gleis in den richtigen Radius gebogen, wie ich das ganz gerne hätte, und fixiere das Ganze dann noch mit Schrauben. Wenn das dann fixiert ist, dann schraube ich am letzten Stück, weil das letzte Stück lasse ich schon mal ein bisschen offen, links bzw. rechts, da wo ich sie hin haben will, die Schrauben für den Übergang rein, dass das ein bisschen besser hält. Danach kommt die Friemelarbeit, nämlich die Schwellen unten drunter dort abzuschneiden. Aber je mehr von diesem Band ich hier, also von den Schwellen, je mehr ich da drinnen lasse, umso mehr Stabilität ist da auch in sich mit drinnen. Und deswegen ist das in der Kurve ganz günstig, weil da habe ich einen hier und einen hier. Ich mache das nicht mehr ganz am Rand, weil ich hier ganz gerne trotzdem noch die Schienenverbinder dann drauf schiebe, um beim zweiten Modul das dann trotzdem mit der Stromübertragung besser zu haben. Und der Hauptgrund ist eigentlich, die arbeiten ja trotzdem immer ein kleines bisschen. Wenn hier Schienenverbinder trotzdem drin sind, dann halten die das miteinander. Und trotzdem kann ich das Modul irgendwann dann mal entfernen, wenn ich das möchte. So, und jetzt, wenn das soweit ist, sprich die Schrauben vorbereitet sind, das Gleis da liegt, wo es ist, kommt hier jetzt noch eine Klammer mit rein, so dass das Gleis sich nie verziehen kann. Im Notfall, wenn es ein langes ist, auch in der Mitte nochmal. Dann kann ich das Ganze anheben, beziehungsweise an dieser Stelle hier zum Beispiel dann einfach rüberziehen, kann das Ganze leimen, legt das Gleis wieder drauf, wie es war, und kann das wieder mit festschrauben. Und an dieser Stelle hier nehme ich mir dann ein Wasser-Leim-Gemisch und tröpfel das dann einfach nur hier mit rein unter die Schwellen. Dann brauche ich das nämlich gar nicht erst mehr drin, weil die Schiene, die ist schon fest gewesen, falls man mal irgendwie so einen Übergang hat. Ansonsten würde ich dann dieses Gleis in der Hälfte ebenfalls mit anleimen, nachdem der Übergang gemacht ist, wenn das jetzt viele Gleise hintereinander wären. Ich hoffe, man versteht nicht, was ich gerade will. Aber wenn das nicht der Fall ist, Wasser-Leim-Gemisch reintröpfeln lassen und dann wird es genauso bombenfest. So, das werde ich jetzt machen und dann melde ich mich später wieder. So, das ist jetzt das Ergebnis nach dem Anleimen und Verlöten mit den Schraubköpfen. Man sieht es wieder nicht besonders, so, dass man schön unterhalb der Schienenstöße bleibt. Und dann kann ich hier dran wackeln, das hält. Und ansonsten, wie gesagt, ist jetzt hier der Leim unten drunter. So weit, wie es halt irgend geht. So, und das restliche Stück hier, da kommt jetzt mein Wasser-Weiß-Leim-Gemisch mit der Pipette rein und dann hält das. Und bis das dann richtig schön angezogen ist, kommen jetzt hier überall nochmal die Fixierschrauben rein, so alle 10-15 cm. Und danach hält das super. Na, hier, wo zum Beispiel das Ganze mit den Fixierschrauben schon mal fest war, sieht man, ja, ich hoffe, dass man sieht, auch richtig schön die Gleisabdrücke, sodass, wenn man das dann wegnimmt und wieder hinlegt, das genau an dieselbe Stelle legen kann. Also das ist eine geile Sache. So. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Zum Gleise legen, löten, verlegen und so weiter und so weiter und so weiter.